Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 2. Wir sind hier im wunderschönen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Name ist, in der Stadt der Ghule. Wir haben einen neuen Begleiter, wir haben eine neue Aufgabe. Wir sollen einen magnetisierten Wasserdingsbums-Regulator finden. Den gibt es angeblich in Bunkerstadt. Aber Bunkerstadt hasst die Ghule. Aber die brauchen das für Atomkraftwerk. Soll ich jetzt da reingehen? Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich da reingehe, werden wir so verstrahlt, dass es nicht gesund für uns ist. Deswegen gehe ich jetzt mal nach oben hier in diesen Grünladebereich. Mal schauen, was da noch so ist. Wo wir da hinkommen. Ui. Survival Gear locker. Mhm. Da schauen wir doch mal rein. Hallo. Hallo, hier ist Percy Crump, der Meisterhändler dieser Gegend. Aber du kannst mich einfach nur Percy nennen. Genau, du darfst. Macht jeder hier. Also, was kann ich für dich tun? Ich wüsste gerne, ob du was hast, das ich kaufen oder eintauschen kann. Aber sicher doch, hab allen möglichen Kram hier. Für spitzenmäßige Preise. Na, dann lass mal sehen. Munition. 762 Munition. Und 14 mm SKG. Aha, für die Pistole. Die ist ziemlich gut. Ich glaube, das ist so ziemlich die beste kleine Pistole, die man so kriegen kann. Das ist vielleicht fürs Gewehr. Das wäre auch nicht schlecht für uns. Magnum-Munition, Schrotflinten-Munition. Ach, der hätte schon gute Sachen. Radex und Radaway. Sollte ich mir schon langsam auch mal anschauen. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt mal mit allen meinen Begleitern reden und denen nochmal alles wegnehmen, was die jetzt nicht unbedingt brauchen. Oder was ich zumindest glaube, dass sie nicht brauchen. Die Lederjacke. Das ist wahrscheinlich die Munition, die er benutzen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen darf er sich mal die 10mm plus Munition behalten. Er will anscheinend diese 10mm Klein-MG nicht benutzen. Also verkaufen wir die. Wenn dir die Pistole lieber ist, deine Entscheidung. Was du wollen. Schulig. Gib mir jetzt mal die Skorpionschwänze, die verkaufen wir jetzt. Den Hammer, wenn du den nicht willst, verkaufen wir den. Die Seile behalten wir ehrlich gesagt mal. Seile kann man immer brauchen. So, Cassidy, wie sieht's bei dir aus? Alter, geht's gut? Klappt's mit dem Herz? Hey, Chat, wir können mal den ganzen Chat und den Schnaps verkaufen. Nee, deinen Schnaps darfst du dir behalten, den nehme ich dir nicht, keine Angst. Ich nehme doch einen alten Mann nicht seine Medizin. Und du, dir habe ich, glaube ich, auch nur gegeben, was du wirklich brauchst. Na, dann sind unsere ewigen Reichtümer, unser super Loot, ist schon wieder ziemlich aufgebraucht. So reich waren wir halt dann doch wieder nicht. Aber wir sind auch eine große Gang, wir haben alle Lederrüstungen, das ist auch was wert. So, also, lass uns nochmal tauschen. Du hast echt viel cooles Zeug, das ich echt gern hätte. Teilweise zumindest. Du hast 666 Gold. Oh oh, ich glaube, wir machen hier einen Handel mit dem Teufel. Wie viel ist ein 11 Chat wert? Das muss doch was wert sein. Oh, gar nicht so viel. Wenn ich noch einen Hammer drauflege und drei Skorpionschwänze. Und die da. Und das da. Und das da. Na, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich hätte auch noch ein bisschen Geld, wenn es ist. Mal schauen, was hätte ich denn wirklich gerne? Also was ziemlich cool wäre, wäre eigentlich, glaube ich, die Pistole zusammen mit dem Zeug da, mit der Munition. Die Stimpacks wären auch super, aber können wir uns nicht mehr leisten. Das können wir uns jetzt, wie es ist, gerade noch leisten. Ich weiß nicht, für was die Munition ist, ehrlich gesagt. Vielleicht würde ich die auch mal vorsinnflutlich kaufen. Wird ein bisschen zu teuer. Nee, und ich weiß auch nicht genau, für was die ist. Vielleicht brauchen wir die gar nicht. Vielleicht schon. Der hätte auf jeden Fall viel Munition, die wir brauchen können. Na, aber das ist ziemlich teuer, Radex. Ich denke an dich. Ich behalte dich im Hinterkopf. Ich weiß nicht genau, wie viel. Ich will nicht rechnen. 90, sagen wir mal. Ja, sieht ganz gut aus. Gib uns nochmal 4 und dann haben wir es. Okay, wir haben eine neue Superpistole. Wer kriegt die? Wer kriegt die jetzt, die neue Superpistole? Vielleicht ich?
12 bis 22 Schaden, ist schon ordentlich, macht einen guten Schaden, hat eine gute Reichweite. Ich kann halt mit kleinen Waffen nicht gerade super umgehen. Aber im Zweifelsfall vielleicht besser als der Speer. Ich muss es mal testen, wie es tatsächlich im Kampf ist. Vielleicht sollte ich aber jetzt hier, solange wir in der Stadt sind, die nochmal ablegen. So, wer seid ihr so? Die Leute im Bunkerstadt sind die wahren Monster oder so ähnlich. Ich hab's nicht gelesen, aber ich glaube, inhaltlich hat das sowas in der Art gesagt. So, was haben wir hier? Eine Brahmenfarm, eine Werkstatt. Ich habe ja immer noch dieses Auto im Hinterkopf, in Den, das in Den rumsteht und repariert werden könnte, wenn wir die richtigen Teile haben. Jetzt immer, wenn irgendwo Autos stehen, bin ich gleich so, okay, los, wir müssen uns das anschauen. Wir müssen mit dem richtigen Händler reden, der die richtigen Teile für uns hat. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, um was das genau war, was ich brauchte. Aber ich weiß, dass ich es brauche. Okay, hier ist niemand. Wie komme ich denn in das große Gebäude da? Es muss doch irgendwo einen Eingang haben. Ah, es sieht so aus, als könnte ich hier vielleicht lang. Oh, das sieht so aus, als wäre das der Reaktor, oder? Oder? Was zur Hölle ist das? Hallo? Hey, ich bin Gordon. Gordon aus Gecko. Hallo Gordon, ich bin Birdrider. Was machst du hier? Ich suche nach Möglichkeiten. Was denn für Möglichkeiten? Ich suche nach Möglichkeiten, meinen potenziellen Gewinn zu maximieren. Hört sich nach Gier an. Ich bin gierig. Aber die meisten haben ein falsches Bild von Gier. Gier ist eine enorme Antriebskraft. Die großen Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit haben Menschen erzielt, die sich verbessern wollten, getrieben von der Gier. Es gibt kein besseres Wort, deswegen ist Gier gut. Mag ja sein, Gordon, aber was hat Gier mit Gecko zu tun? Bis jetzt nicht viel, aber die Gier ist der Schlüssel zur Rettung von Ghetto. Ich habe wichtige Informationen über das Überleben von Gecko. Aber niemand hört mir zu. Was denn für Informationen? Ich habe berechnet, wenn unser Reaktor richtig funktionieren würde, könnten wir einen riesigen Überschuss an Strom erzeugen. Viel mehr als Gecko braucht. Und dann? Naja, ich habe außerdem noch absolut zuverlässige Quellen, dass Bunkerstadt ohne zusätzlichen Strom nicht weiter wachsen kann. Bunkerstadt kann nicht wachsen? Bunkerstadt hat im Augenblick genug Strom, aber sie müssen aufpassen. Das Atomkraftwerk im Bunkerstadt ist nicht für solche Belastungen ausgelegt. Es arbeitet jetzt schon an seinen Leistungsgrenzen. Und wenn die nicht mehr Strom kriegen, können sie nicht mehr weiter wachsen. Aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, was das bringt. Ist doch klar, wenn unser Kraftwerk besser arbeitet, können wir den Extrastrom und unser technisches Know-how an Bunkerstadt verkaufen und wir bekommen im Gegenzug Medizintechnik. Ja und? Wenn Bunkerstadt nicht mehr Strom bekommt, wird ihr Reaktor in den nächsten 15 Jahren fertig sein und wenn der Reaktor in Gecko nicht repariert wird, gibt es uns nicht mehr halb so lange. Ohne Medizintechnik werden alle Ghule in den nächsten 20 Jahren sowieso sterben. Es hat niemand was davon, wenn Bunkerstadt in Gecko und Gecko nicht zusammenarbeiten. Du bist also nur ein guter Samariter, was? Irgendwie kaufe ich dir das nicht ab. Gar nicht. Ich habe schon auch für mich vorgesorgt. Ich wäre natürlich derjenige, der das Projekt leitet. Stimmt schon, dass ich aus Gier handle, aber tausende von Leben können dadurch gerettet werden. Gier ist gut. Warum wäre sie zumindest, wenn sich jemand in Bunkerstadt für meine Wirtschaftsdaten interessieren würde? Ich bin sicher, Stadtrat McClure in Bunkerstadt würde gern mal einen Blick auf deine Daten werfen. Es scheint jemand zu sein, der mehr auf seinen Verstand als seine Vorurteile hört. Ich habe alle wichtigen Wirtschaftsdaten auf Diskette.
kannst du haben, wenn du versprichst, die Daten jemandem im Bunkerstadt zu zeigen, der sich auskennt und sich darum kümmert. Aber sei vorsichtig. Dort wird nicht jeder begeistert sein, dass du mit uns Ghoulen gesprochen hast. Okay, ich nehme die Diskette. Ich kann sie bestimmt an die richtigen Stellen weiterleiten. Tschüss. Ha, das klingt doch interessant. Auch nicht schlecht. Darf ich vielleicht noch hier in deine gierige Hütte schauen? Hier muss es doch... Moment mal, da steht ein Mensch drin. Ein ganz normaler Mensch. Also ich will jetzt hier nicht racist sein, aber ich finde es ungewöhnlich, dass hier unter Ghoulen so ein normaler Mensch wohnt. Das würde mich jetzt interessieren. Hallo, ich bin Goofus. Ich repariere hier sozusagen die Sachen. Hast du eine Batterie, die ich zum Reparieren eines Autos nehmen kann? Seltsam, dass du gerade danach fragst, weißt du? Die Autos haben austauschbare Treibstoffzellen oder Batterien als Treibstoff. Früher ist immer der Treibstoffzellen-Controller kaputt gegangen. Die meisten Automechaniker denken dass es die Batterie ist. Aber du weißt ja, wenn die schon mal nachdenken... Heißt das, du hast eine Treibstoffzellen-Controller-Dingens? Ja, natürlich. Hier habe ich ihn. Er wartet nur darauf, in ein Auto eingebaut zu werden. Hast du ein Auto? Ich weiß, wo eins ist. Was muss ich für den Treibstoffzellen-Controller zahlen? Vielleicht habe ich eins. Vielleicht mag ich aber auch nur alte Chipsets. Wie viel willst du? Ich wünschte, ich hätte eins. Ich sag mal die zweite Antwort. Ich bin vage. Naja, Geld ist ja ganz nett, aber ich brauche im Moment was anderes. Etwas, das ich im Moment nicht kriege. Was brauchst du? Heutzutage ist es einfacher, Teile zu besorgen, als gutes Werkzeug zu kriegen. Ich brauche ein neues Superwerkzeug. Die beste Marke ist Schnappdingsbums. Neues Werkzeug, wo kriege ich das? Ich denke, das kriegt man am ehesten irgendwo im Bunkerstadt. Die haben alle möglichen Werkzeuge, aber geben sie nicht mit Sicherheit nicht an Ghoule weiter. Also, wenn ich dir ein Superwerkzeug besorge, gibst du mir das Autoteil? Genau. Hast du erfasst. Ein Superwerkzeug gegen einen Treibstoffzellencontroller. Hört sich fair an, würde ich sagen. Ich möchte dich aber noch was anderes fragen. Was willst du? Ich wollte den eigentlich auch noch nach Werkzeug für die Tochter von Wick fragen, aber ehrlich gesagt... Ich habe hier ein paar Sachen, würdest du dir die mal ansehen? Was soll ich mir ansehen? Vielleicht später, tschüss. Das kommt vielleicht noch. So, jetzt würde ich aber gern mal mit dem Herrn da hinten reden. Hallo, du bist wahrscheinlich gekommen, um Skeeter zu sehen. Von den technischen Dingen habe ich keine Ahnung, ich helfe hier nur aus. Wer bist du? Naja, mein richtiger Name ist John, aber jeder nennt mich Clumpy. Warum Clumpy? Naja, das ist eine Art Witz. Sie nennen Leute wie mich und die normalerweise Glatthäute. Ich werde aber von anderen Glatthäuten in Bunkerstadt so schlecht behandelt, dass ich hier gesagt habe, ich sehe noch mehr wie ein Klumpen aus als sie selbst, deswegen Clumpy. Warum wurdest du in Bunkerstadt schlecht behandelt? Naja, die sagen, ich wäre nicht menschlich genug für sie. Ich bin irgendwie immun gegen Radioaktivität, perfekt für diesen Ort. Sie machen es aber nicht. Was? Sie machten es aber nicht. Was machten sie nicht? Sie haben mich wie den letzten Dreck behandelt. Ach, sie mochten. Wieder dieses A und O Problem. Wirklich? Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich dachte mir, es ist besser, in der Öde zu sterben, als mit diesen Vollidioten im Bunkerstadt zu leben. Wie bist du dann hier gelandet? Eine Karawane aus Broken Hills hat mich gefunden und hierher gebracht. Seitdem bin ich hier. Die Ghouls hier legen mehr Wert auf die inneren Werte einer Person. Sie sind wie eine große Familie. Broken Hills? Wo ist das denn? Broken Hills liegt im Uranium. Das mir für den... Was? Nochmal von vorn. Broken Hills liefert das Uranium, das wir für den Reaktor brauchen. Ich dachte, ich habe gefragt, wo das ist. Wie ich gehört habe, wird das Uranium von Mutanten abgebaut. Sie haben allerdings Menschen, die das Uranium für sie verkaufen. Aha.
Warum verkaufen Menschen das Zeug für sie? Naja, weil sie das Uranium auch am Bunkerstadt verkaufen. Bunkerstadt behandelt alle, die keine reinrassigen Menschen sind, als Aussätzige. Deshalb arbeiten in Broken Hills Menschen als Händler. Ich glaube, einer heißt Chad. Chad, ja, den Namen merke ich mir. Ich hätte da noch eine Frage. Was willst du wissen? Ist hier irgendwas ungewöhnlich? Eigentlich kümmere ich mich nur um den Kleinkram hier. Aber neulich war mir so, als hätte ich nachts Geräusche gehört. Was denn für Geräusche? Ich kann's dir nicht sagen. Die Leute würden mich für verrückt halten. Es ist wahrscheinlich nur der Wind, der durch den Müll weht. Okay, dann frage ich dich jetzt was anderes. Was ist dieser ganze Müll im Hof? Zum Teufel ist dieser Müll beim Bau des Reaktors übrig geblieben. Zum Teil meine ich. Zum Teil ist der Müll beim Bau des Reaktors übrig geblieben, vor dem Krieg. Und der Rest? Ich weiß nicht genau. Skeeter sammelt alles Mögliche. Okay, das ist alles, was ich wissen muss. Tschüss. Okay, cool, yo. Cool, dass wir hier nochmal mit den Leuten geredet haben. Wir haben jetzt viel im Bunkerstock zu erledigen. Wir brauchen Werkzeug für den Kerl. Wir müssen die Daten von dem weitergeben. Wir müssen einen Vorschlag machen wegen Reaktor und so. Soll ich mal da reingehen? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich super ultra verstrahlt bin, sobald ich das betrete. Wisst ihr was? Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich speichere jetzt mal hier. Vorsichtshalber. Für den Fall, dass wir dann an Strahlenkrankheit sterben. Was ist denn das? Ich kann das nicht mal anklicken. Loch. Ja, einfach ein Loch. Gut, ein Loch. Auch nicht schlecht. Hey, wer bist du denn? Bist du der Lochwärter? Ach so, nee, Quatsch. Du bist ja unser netter Begleiter, Ghouli. Entschuldigung, ich hab dich verwechselt. Sorry. Ich muss erst noch lernen, Ghoule auseinanderzuhalten. Muss ich noch ein bisschen üben. Zisch, immer diese Zischlaute, die machen mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl so von wegen, okay, jetzt bin ich ein Haufen Asche, weil die Strahlung hier zu krass ist. Aber gut, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig, oder? Wir können jetzt mal zurück nach Bunkerstadt und dann nach dem Rechten sehen. Und, mal schauen. Ob wir vielleicht ein paar Deals machen können. Auf nach Bunkerstadt. Auf nach Bunkerstadt. Bunkerstadt, Bunkerstadt. Auf nach Bunkerstadt. Bunkerstadt. Hey! Da sind wir auch schon. Gehen wir gleich in die Innenstadt. Oh, wir gehen nicht in die Innenstadt, weil es schon wieder mitten in der Nacht ist. Na gut, Gang. Schlagen wir hier mal unser Lager auf. Ich hasse diesen Ort, sagt Cassidy. Ja. Dich haben wir auch gerade aus der Stadt hier rausgeholt, weil du sie scheiße fandest. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Mal ein bisschen hier bleiben. So schlimm ist es doch auch wieder nicht, oder? Wir kommen noch früh genug hier weg. Also, darf ich rein? Der Ghoul da sollte besser vom Tor weggehen, sofort. Okay, die meint es ernst mit diesen Ghoulen. Hey, Larry. Lenny? Lenny, meine ich. Lenny, tut mir leid. Könntest du hier warten auf uns? Wir kommen gleich wieder. Oh, okay. Ich warte hier, bis du zurück bist. Dann können sich meine müden Glieder etwas ausruhen. Okay. Sorry. Die sind einfach Nazis da oben. So, kann ich jetzt rein? Tagesausweis? Bitte sehr. Alles klar, bevor du reingehst, müssen wir dich durchsuchen. Okay. Alles klar, du kannst reingehen. Mann, ey. Sind die gemein, oder? Die darf Lenny nicht mit uns reingehen. Schweine. Okay, gehen wir mal hier rein und schauen wir mal, ob die ein super Werkzeug haben. Hallo. Ach so. Nee. Den kann ich anscheinend gar nicht nach Superwerkzeug fragen. Dann vielleicht Valerie. Gehen wir mal zu Wicks Tochter, ob die Superwerkzeug hat.
Naja, nee, anscheinend nicht. Schade, ich hätte jetzt echt gedacht, da kriegen wir super Werkzeug, aber scheint nicht so zu sein. Na gut, dann habe ich noch 2 Anlaufstellen jetzt. Also nicht fürs Werkzeug leider, sondern so grundsätzlich. Und zwar hier. Karma. Wir haben das Karma eines Wanderers. Ah, guck mal. Wir werden in Klamath verehrt. Oh, in Bunkerstadt mag man uns nicht besonders gern. Aber Bunkerstadt mag niemanden besonders gern. So, mit dir müssen wir reden. Ich habe Vorschläge für dich. Ich habe Daten von einem Ghoul für dich. Ja? Gibt's noch etwas, das du wissen wolltest? Eigentlich schon, aber... Ich finde die Option dafür nicht. Ach so, ich denke, dass du vielleicht einen Gegenstand hast, der Geckos Kraftwerk in Ordnung bringen kann. Das kann ich mal sagen. Was meinst du damit? Wenn ich einen hydroelektrischen magnetosphärischen Regulator hätte, könnte deren Werk wieder sauber laufen. Das ist eine annehmbare Lösung. Das Strahlungsgift zu stoppen ist das Einzige, was mir wichtig ist. Ich bin besorgt, dass Lynette mir die Staatsbürgerschaft, die Staatsbürgerschaft verweigern wird, falls ich das Werk in Ordnung bringe. Hä? Warum? Falls du deren Wert in Ordnung bringst, gebe ich dir eine Staatsbürgerschaft. Und da kann sie verdammt nochmal nichts dagegen tun. Wunderbar, wo kann ich das Teil herbekommen? Geh zu Randall, dem Chef des Büros für Annehmlichkeiten. Er wird dir das Teil vorrätig haben. Da gibt's noch etwas, vielleicht interessieren dich diese Wissenschaftsdaten. Entscheidung? Eine Wirtschaftsdatendisk. Was meinst du damit? Es ist eine Wirtschaftsdiskette, die die Energiemenge anzeigt, die Geckos Atomkraftwerk vor dem Krieg produzierte und wieder produzieren könnte. Ich verstehe. Nun, was hat das mit mir zu tun? Nun, so wie ich es verstehe, kann nur der Bunkerstadt-Stromgenerator so viel Menschen versorgen. Tatsächlich nähert er sich schon seiner Grenze. Ich werde dich nicht fragen, wie du an diese Information gekommen bist, aber falls sie wahr ist, was schlägst du vor? Die Diskette zeigt an, dass es möglich ist, genug Energie auch für Bunkerstadt zu produzieren, wenn erstmal das Gecko-Kraftwerk in Ordnung ist. Es scheint, als ob der Reaktor aber erst einmal optimiert werden müsste. Schlägst du vor, wir besetzen Gecko und nehmen deren Kraftwerk? Ich werde nicht, nein, falls Gecko die Optimalisierungsdaten für deren Werk erhalten würde, wette ich, dass sie gewillt sind, ihren überschüssigen Strom für medizinische Dienste zu verkaufen. Was den medizinischen Dienst betrifft, stehe ich der Einigung mit den Ghoulen nicht ablehnend gegenüber. Sie haben auf jeden Fall genug erlitten, aber wie können wir deren Werk optimieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte ich mit jemandem reden, der das Werk erstmal reparieren, wenn das Werk erstmal repariert ist. Ich habe keine Einwände zu deinen Vorschlägen. Falls du Möglichkeiten zur Optimierung des Werkes findest, dann lass es mich wissen. Okay, ich werde das Teil von Randall holen und schau, dass ich den Reaktor zuerst repariere. Ich werde die Wirtschaftsdiskette behalten und sie genauer untersuchen. Vielleicht kann ich den Rat überzeugen, mit Gecko in Verhandlungen zu treten. Die Datendiskette wäre dafür ein sehr gutes Argument. Das verstehe ich, danke. Cool, haben wir alles mit dem geredelt? Müssen wir gar nicht mehr mit den anderen reden. Wunderbar, ich redel so ungern mit denen. Die sind aber auch blöde Redler. Immer diese Redelsführer. Okay. So weit, so gut, oder? Läuft doch ganz gut. Der ist anscheinend echt ein netter Kerl, der Stadtrat. Mit dem kann man reden. Nur dieses Superwerkzeug, stimmt. Mit diesem... Aber jetzt holen wir uns mal das Teil. Ich hoffe, da gibt es nicht wieder irgendwelche Probleme.
Na sowas, da bist du ja wieder. Willkommen, kann ich was für dich tun? Ja, kannst du. Stadtrat McClure meinte, ich kann bei dir einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen. Ja, er sagt sowas von wegen, dass du hier vorbeikommen würdest, Bird Rider, stimmt's? Warte einen Augenblick. Ich hol dir den hydroelektronischen Magneten, den Hü-Mag. Alles klar. Okay, hier, bitteschön. Ein Hü-Mag. Sieht ein bisschen wie eine Lavalampe aus, findest du nicht? Vorsicht, nicht fallen lassen. Es ist ziemlich empfindlich und ein gutes Stück. Danke. Ich hätte gute Lust, mir das Teil ein paar Stunden lang ausführlich anzusehen, bevor ich zum Kraftwerk nach Gecko gehe. Das sage ich jetzt mal. Ha, passiert nichts. Vielleicht sollte ich mal mit dem da hinten reden. Vielleicht hat der ein super Werkzeug. Moment, was ist da? Schreibtisch. Ich hatte Glück, dass in Bürgerstadt Diener gebraucht werden. Ach so. Bitte nicht den Weg versperren. Bitte nicht den Weg versperren. Danke. Ach, schön, dass ich diese Funktion gefunden habe. Aber wo ich jetzt super Werkzeug herkriege, keine Ahnung. Was warst du gleich nochmal? Du handelst irgendwie nur mit komischem Zeug, das keiner braucht, oder? Das ist kein super Werkzeug, das ist normales Werkzeug. Ich nehme auch normales Werkzeug. Ah, da ist er. Da, Hü-Mag. Sehr schön. So, Werkzeug ist teuer. Mann, Werkzeug ist teuer. Wie viel kriege ich denn für die Tragic-Karten? Nicht sehr viel. Und für Geschnetzeltes? Drei Portionen? Auch nicht die Welt. Gummistiefel behalte ich mal hier. Willst du nicht das noch? Nee, ist überhaupt nichts wert. Wollt ihr nicht die Dinger? Die sind doch vielleicht so nostalgisch und so? Nein, sind hier auch nichts wert. Na gut. Keine Ahnung, dann gebe ich halt Geld dafür aus, weil das Werkzeug hätte ich gerne. Erstens schaue ich mal, ob sie nicht das Werkzeug brauchen kann. Zweitens weiß ich nicht. So, 500 und dann passt schon. Naja, komm, gib mir noch schnell 3 und dann passt's wirklich. So. Bam. Weil ich denke mir auch, das Werkzeug hilft wahrscheinlich beim Reparieren, oder? Ich weiß echt immer noch nicht, wie ich Skills von meinen Begleitern benutzen kann. Wenn ich jetzt hier auf S gehe, dann ist mein Arzt-Skill auf 7. Ja. Aber wie kann ich jetzt den Arzt-Skill von meinem Begleiter einsehen? Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich dem sage, versuch du das, weil ich bin scheiße. Genauso wie ich Reparieren lieber Vic überlassen würde, aber ich weiß nicht wie. Also. Sie will nicht tauschen. Ich bin schon weg. Anscheinend kann sie mit dem Werkzeug nichts anfangen. Darf ich vielleicht mal in deinen Hinterraum schauen? Ich würde dann nur mal kurz in die ganzen Spinte schauen wollen, wenn ich darf. Die sind verschlossen. Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Vielleicht bin ich hier versteckt genug, dass ich hier mal ein bisschen Schloss knacken kann. Was ist denn das? Schrott. Na gut, Schrott brauche ich nicht unbedingt. Mal schauen, was wir hier haben. Oh, immer noch verschlossen. Oh oh! Deswegen habe ich gespeichert. Nee, tut mir leid, Valerie. Das war nicht so gemeint. Sorry. Wir gehen schon. Hätte ja sein können. Ach, wo kriege ich ein super Werkzeug in der Stadt? Das würde mich jetzt schon noch interessieren. Mensch. Ich will jetzt nicht mit allen hier reden auf der Suche nach super Werkzeug. Ich dachte, das kriege ich bestimmt in einer von den beiden Werkstätten da oben. Ich kann ja hier nochmal nachfragen, aber ich hätte es noch... Also, ich glaube, das wäre mir aufgefallen, wenn irgendein Händler sowas wie Superwerkzeug verkauft hätte. Oh, der hat ein Erste-Hilfe-Buch. Das ist mir nicht aufgefallen beim letzten Mal. Aber das kostet bestimmt einiges. 400 ist eigentlich gar nicht die Welt. 492, na meinetwegen, komm. Wir haben's ja.
Zack. Ein Raider-Lager kaputt machen und schon haben wir das bei weitem wieder drin. Das ist echt cool. Das ist echt cool, wenn man so einen charismatischen Charakter hat, weil man sich nicht so viel Gedanken um Geld machen muss. So diese Heftchen, diese Magazine, die die Skills verbessern, die sind einfach wie Gold für mich. Oder so, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wahrscheinlich gehen wir in der nächsten Folge zurück nach Gecko. Schade, dass wir kein Superwerkzeug bekommen haben, aber... Naja, wenn wir in Gecko das Kraftwerk repariert haben, dann sind wir Bürger und dürfen in die Vault. Mal schauen, wo uns das dann hinführt. Danke fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.